Ja, ein Hallo und Willkommen aus Wismar. Ich stehe jetzt heute mal in diesem Wohnmobilhafen und da kostet 24 Stunden 10 Euro mit Sanitäranlagen. Top. Ich weiß nicht, ob ich die euch nachher nochmal zeigen kann, wenn da gerade keiner drin ist. Duschen kosten 1 Euro, okay. Aber ansonsten sehr gepflegter Platz, direkt hier am Rande Altstadt bzw. Hafen. Toll. Hier ist schön das Hafengebiet zu sehen und auf der anderen Seite direkt gegenüber haben wir dann den Wohnmobilpark Westhafen. Dort, wo gerade der Mann kommt, über ihm ist dieses Schild zu sehen. Und von hier aus geht es auch direkt Richtung Altstadt. Jetzt mal zu Fuß kurz und dann morgen das Ganze in Kombination mit Fahrrad und Laufen, weil ich ja jetzt heute erst in Boltenhagen war und wie ihr bei dem Video wahrscheinlich gemerkt haben werdet, gefiel es mir da nicht sonderlich. Deswegen bin ich weitergefahren nach Wismar und werde jetzt hier einfach mal 2 Tage bleiben. Dieser Stellplatz macht echt einen guten Eindruck. Deswegen bleibe ich so lange, wie es mir gefällt. Das ist hier wahrscheinlich noch nicht die schönste Gegend, aber ich habe jetzt schon ein Smiley-Lächeln im Gesicht, weil man dort schon diese historischen Gebäude, Kirchen, Speicher oder was auch immer alles sieht. Da muss ich mich erst noch richtig schlau machen, was es hier alles gibt. Aber das macht jetzt schon Lust auf mehr. Das ist das, was ich meine. Da muss man doch schon lächeln, oder? Und hier gibt es überall den Fisch direkt vom Kutter. Geräuchert oder sonst was. Ob die den selber angeln, glaube ich eher weniger. Aber es hat schon was. Hier auf der gegenüberliegenden Seite haben sie so ein altes Speicherhaus umgebaut zu Wohnraum. Klasse Idee. Wie schön so alte Hafengebäude sein können, wenn die mal zurechtgemacht sind. Von 1862 ist das hier vor mir. Ja, hier macht auch gerade einer sein Bötchen fertig. Wenn man jetzt mal den direkten Vergleich hat, so ein Ausflugsdampfer hier, so ein kleiner, der kommt nicht auf die Größe von dem Bötchen dahinter. Hier vor mir ist der Dampfeisbrecher Wahl und da steht irgendwie ein Schild Open Ship. Mal schauen, ob man sich das auch mal so genau angucken kann von innen. Ja, so sieht das Ganze aus. Schön. Hier geht's hoch. Direkt auf der Brücke. Dann wurde ich mit Boston Puhlmann die Arbeit gejagt. Irgendwann war es halt dann vorbei. Es kommt manchmal wieder, wenn ich also von großen Überblick das alles umsteige und es dann also richtig zu Kehr geht. Dann wird es halt, ich meine, Seekrankheit muss ja nicht unbedingt gleich sein. Maschine gefahren, in welchen Eltern? Und der war, nach Narvik, im Winter nach Narvik, also das war ein 18.000 Tonnen Schiff. Da war der Propeller nur die Hälfte am Wasser, die Maschine achtern. Das ist also Fahrstuhlfahren, also ganz schlimm. Und dann ging nur 4 Wache und morgens um 2 löst er 2. Inke ab. Ich musste immer die Umdrehung zählen und durch 60 teilen und drehen pro Minute. Und der alte Dampfer, der rollt wie verrückt. Einfach, das ist ein Kampf. Und dann kommt der Kerl runter, brüllt mich an, die sagten, er wäre bei Adolf im Strafbataillon Ausbilder gewesen. So ein Maul. Und er hat gesagt, was bilden Sie sich ein? Seekrank, ich war grün. Und der sagt, das ist Einbildung. Ja. Ich habe nicht gekotzt. Wenn er gesagt hätte, mein Junge, hätte ich gekotzt. Sehen Sie mal, und mir ist es da noch anders ergangen, wie ich denn da in die Arbeit gejagt worden bin wegen schlechten Wetters. Wir hatten also einen Laderaum leer und dann sollte ich also hier mit Silberine die Außenhaut von innen her malen. Rost tot malen, nennt man das auch. Der Rost war gestochen, aber da macht man mit Silberine nicht viel rum, dass man also das bis Eisen reinmacht, sondern die Silberine verbindet sich auch mit dem Restrost. Und dann
eben, ja Gott, der Bootsmann sagte, hier hast du Quast und Farbenport, da fängst du es malen an. Und dann hört man von diesem ganzen Gas und von dem Ding im Laderaum, man sieht ja nichts mehr. Der Geruch, der da unten zum Teil herrschte noch, und dann wird es mal so auch schlecht. Und bevor es irgendeiner ärgert, habe ich dann den Farbeimer gekotzt, umgerührt und weitergemalt. Ja, ihr wundert euch, warum die Kamera die ganze Zeit nach unten war. Ich wollte einfach mal diese Geschichte in Ton aufnehmen und nicht die Leute dabei filmen, weil es gibt ja schon so Persönlichkeitsrechte. Aber die Geschichte war doch toll. Und jetzt einmal von ganz oben. Es ist ja schon irgendwie cool. Wenn man das so sieht hier. Den Hauptschornstein in der Mitte. Ich glaube, die anderen beiden hier sind dafür da, da wird Luft gezogen, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Falls einer von euch so ein Seebär ist, der das weiß, könnt ihr mir das gerne schreiben. Ja, so gemütlich wird das wahrscheinlich nicht eingerichtet sein, wenn das im Winter wirklich als Eisbrecher fungiert. Aber jetzt kann man den einen oder anderen Taler hier lassen. Das Boot bitte nicht betreten. Oh, hier riecht's nach Kraftstoff. Huh. Toll, wenn man sich überlegt, hier der Holzboden alleine. Hier die ganzen Taue, die auf diesen riesen Spulen drauf sind. Oh, und da vor uns ein schönes Segelschiff. Das Atalanta Wismar. So, jetzt kann man in den Maschinenraum mal reinschauen. Ich hoffe, das ist nicht zu dunkel. Oh, hier kommt eine Motzhitze raus. Weiß noch jemand, wie es in dem Keller bei alten Ölheizungen riecht von euch? Genauso ist es hier. Zungenbrecher. Hier schön zu sehen, Atalanta Wismar. Was ganz anderes. Toll, wenn man die ganzen Holzarbeiten so sieht. Also hier kann man sich einmieten, wollte ich nur mal sagen, so als Ferienbude. Für 4 Wochen 2480 Euro. Schnapper. Ja, hier seht ihr direkt das alte Wassertor. Das letzte von 5, was hier zur Stadtmauer gehörte, wo direkt dahinter dieses schöne alte Zollhaus war. Ich versuche da mal ein Foto von zu machen, dass das ganz drauf ist. Und hier kann man wirklich mal sagen, alte Hansestadthäuser. Hier sind noch die Kanonen von der ehemaligen Stadtmauer hier am Wassertor. Und da kann man sich einmieten in ein Apartment. Wenn man dann so einen kleinen Schwenk hier macht, ist man gleich wieder auf so einem schönen Platz hier im Hintergrund, die Kirche. Ich weiß nicht, ob das die Nikolaikirche ist, da habe ich gerade schon mal ein Schild gesehen. Und hier geht, ich glaube, das ist die Grube, so ziemlich der älteste Bach, den es hier gibt. Der fließt hier lang durch. Ich muss mich kurz korrigieren, das ist die Marienkirche. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden, also das ist die Marienkirche, nicht die Nikolaikirche. Hier gibt es ja niedliche Tiere. Sowas sieht doch auch immer einladend aus, oder? Gerade wenn das in so einen Hinterhof reingeht. Ein Kollektiv. Ja,
Ja, das war jetzt sehr schön hier. Also wenn ihr mal hier in Wismar seid, Kollektiv Neustadt, Atelier Galerie, guckt mal rein. Lohnt sich. Sie wollte das selber jetzt vor der Kamera nicht machen, weil es da wohl auch irgendwelche rechtlichen Sachen immer gibt. Aber die sind da zu dritt drinne mit Schmuckdesigner, die drucken und fertigen demnächst eventuell auch noch so Stoffgeschichten an. Hörte sich sehr toll an. Ist jetzt gerade ein bisschen lauter, aber das da drüben wollte ich auch noch zeigen. Fand ich auch wieder ganz klasse. Das gehört hier, glaube ich, schon alles zur Kirche. Da gehe ich jetzt erstmal zur Leute. Mit dem kleinen Schwenk, den ich jetzt hier nochmal mache, werde ich mich hier aus der Lübsche Straße verabschieden und morgen dann weitermachen. Letztendlich ist es so, dass mir jetzt die Füße wehtun und ich zurückgehe zu diesem Wohnmobilstellplatz, meine 10 Euro da gleich noch abdrücke und dann die Füße hochlegen werde. Also macht's gut, bis morgen. Ja, moin zusammen. Eigentlich wollte ich ja heute den Stadtrundgang in Wismar fortführen, habe ich ja gestern so angekündigt, aber wie ihr vielleicht gut erkennen könnt, ist hier gerade reichlich Wasser, was von oben kommt, und es ist auch gemeldet, dass es noch bis morgen Nachmittag so bleibt. Daher werde ich heute wahrscheinlich nicht nach Wismar gehen, sondern einfach mal einen Tag hier liegen bleiben, ganz bequem, und Kaffee trinken, mein Buch lesen und sonst weiter nichts. Jo, es scheint jetzt eine kleine Regenpause zu geben. Da habe ich mich entschlossen, doch loszugehen und werde dann in der Stadt bei den jeweiligen Schauern irgendwo Unterschlupf suchen, wo ich mich unterstellen kann oder reingehen kann. Aber einen ganzen Tag nur warten, damit es besser wird, da bin ich auch nicht der Typ für. Also, erstmal geht's wieder Richtung Altstadt. Hier ist jetzt die Lübsche Straße, da habe ich ja gestern aufgehört, und da vor mir ist auch die Kirche schon zu sehen. Die Marienkirche übrigens. Hier werde ich jetzt mal nicht viel reden, das kennt ihr von mir in den Kirchen. Das ist übrigens die Heiliggeistkirche, nicht die Marienkirche. Mit den Namen habe ich es echt nicht so. Hier ist der Raum der Stille. Ja, was man jetzt hier sieht, ist in dem Welterbehaus alles zu bestaunen. Und zwar geht es darum, dass sich hier damals die Kaufmannskompagnie dem einzig anerkannten Wirtschaftsverband Wismars, bedeutendste Unternehmer, hier versammelt haben. Und mittlerweile sind hier so die ganzen UNESCO-Weltkulturerbe-Beispiele ausgestattet oder ausgestellt.
Ich bin jetzt allerdings auf der Rückseite des Hauses, also nicht irritieren lassen, wenn ihr das von vorne seht, wenn ihr auch mal hier sein solltet. Direkt gegenüber vom Welterbehaus ist Bobos Asia-Imbiss. Da werde ich jetzt erstmal hingehen, fängt eh gerade wieder an zu regnen und gönn mir heute mal so einen Wok. Ja, jetzt bin ich an der St. Georgenkirche, nachdem ich bei Bobos Asia-Imbiss war, wo der Reis mit Hühnchen schwer nach verliebtem Koch geschmeckt hat, also leicht salzig. Renne hier jetzt mit Regenschirm, weil es doch mittlerweile kräftiger regnet, als es mir lieb ist. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Kirche rein und da stand was vom wegen, dass man einen Turm besteigen kann. Das wird mich natürlich reizen. Ja, ich muss doch nochmal unterbrechen, weil mit dem Film bei dem Regen, es geht einfach nicht. Ja, jetzt wollte ich euch mal zeigen, also ich war im Grunde hier bei der St. Georgen, bei St. Martin, Heilige Geistkirche, bei St. Martin oder St. Marien. Konnte ich schon nicht mehr filmen, weil es so stark am Regnen war. Das werde ich einfach morgen nochmal nachholen. Ne? Hier Zeughaus waren wir ja, Ziegenmarkt, all solche Sachen am Hafen, hier oben alter Hafen, den Überseehafen möchte ich mir auch noch anschauen. Aber das machen wir dann morgen, wenn es nicht regnet. Ich würde dann einfach noch einen Tag länger hier bleiben. Der Platz ist ganz schön. Wie gesagt, Sanitäranlagen, super sauber. Und nachts ist auch relativ ruhig, finde ich. Jo. Also abwarten. Morgen soll es ja ab Mittag besser werden. Guten Morgen, Tag 3 in Wismar. Heute ohne Regen. Schon angenehm. Es ist kurz nach 6. Und die Straßen sind noch sehr leer. Auf der Hauptstraße ist schon Verkehr, aber ansonsten ist es noch sehr schön. Es ist mild heute Morgen. 17 Grad haben wir schon. Und es sieht so aus, als wenn es trocken bleibt. Also Endspurt in Wismar. Ja, das ist jetzt die St. Georgenkirche. Ich werde auch ein Bild einhängen, weil ich das so gar nicht ganz drauf kriege. Aber so die Details da oben. Ist, wenn man so früh unterwegs ist, die Sachen haben noch alle zu. Dort ist das Amtsgericht untergebracht. Hier ist nochmal die St. Marienkirche. Das hat hier alles Ausmaße auf kleinstem Raum, dass man das gar nicht mit der normalen Kamera so hinbekommt. Also da bräuchte man schon wieder spezielle mit anderen Winkeln, Weitwinkelobjektiven oder sowas. Und überall diese kleinen verschlungenen Gassen hier. Um die Zeit besonders schön. Ja, hier bin ich jetzt bei der Klosterkirche. Die ist auf diesem Touri-Plan überhaupt nicht drauf. Eigentlich auch sehenswert. Hier nochmal schön zu sehen, die Marienkirche, der Turm. Also der ist immer und überall präsent, wenn man hier unterwegs ist. Das nenne ich mal eine Stützkonstruktion. Da hat es wohl im Hinterhaus gebrannt. Und vorne wird gleich mit saniert. Ja, ich stehe jetzt hier am Markt und da hat man auch noch mal so einen schönen Blick wieder auf diese Marienkirche. Den Brunnen hier im Vordergrund und natürlich den ganzen Marktplatz. Das ganze hanseatische oder gotische Markt, der ist hier genau richtig. Hier ist schön zu sehen das Modell von Wismar. Ich gehe da einfach mal ein bisschen näher dran. St. Nikolai. Dann die einzelnen Straßenzüge. In Blindenschrift übrigens auch. Hier ist die Georgenkirche. Da der Turm von der Marienkirche. Das schwarze Kloster, was ich vorhin auch gefilmt und fotografiert habe. Ja, da drüben ist dieses kleine Café, Kaffeepause.
Da habe ich mir gerade einen Kaffee gegönnt. Und zwar für 1 Euro, einen Pott Kaffee. Mit Haarmilch dabei. Und Zeitungen gibt es auch noch, umsonst die aktuellen Tageszeitungen. Man kann da gut sitzen. So ein älteres, ja, alteingesessenes Ehepaar hier aus Wismar. Sehr authentisch, sehr gemütlich. Hier ist übrigens das Gründerhaus von Karstadt. Hier geht es noch mal so ein bisschen Richtung Industriehafen. Ist auch immer ganz sehenswert. Vor allem die Dimensionen von so einem Kran oder ähnlichem. Ist ja schon recht mächtig. Dort drüben ist die Holzindustrie. Und die Schiffe, die da anlegen, sind schon immer recht laut, wenn die hier ja hupend reinfahren. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen das so ist, aber es wird einen Grund haben. Die machen das ja nicht aus Spaß. Ist ja ähnlich wie bei der Bahn, an unbeschrankten Bahnübergängen oder sowas. Und das hört man in diesem Wohnmobilhafen doch deutlich abends. Was aber mich persönlich die Nacht gestört hat, oder den späten Abend auch, jedes Mal, wenn es kurz aufgehört hat zu regnen, habe ich ja die Tür aufgehabt zum Lüften auch. Und da kamen extreme, ja, Gerüche, sage ich mal, von irgendwas, was verbrannt wurde. Es war schon fast beißend in der Luft. Ich weiß nicht, ob es von der Holzindustrie ist oder ob irgendwo Kunststoff in großen Mengen gebrannt hat, aber es war schon sehr, ja, bissig, so vom Geruch. Nicht so schön am Hafen dann, falls es daran gelegen hat. Ja, und das ist der Blick hier auf den alten Hafen, der ja so in seinem Ursprung geblieben ist, wo ich vorgestern, genau, auf diesem Eisbrecher war. Dampfeisbrecher. Das ist jetzt einfach mal die andere Seite zum Anschauen. Und links daneben die Einfahrt, das ist, glaube ich, schon der neuere Hafenteil. Was die Sonne hier jetzt auf dem Wasser glitzert. Das sind echt Welten. Gestern im Regen und heute mit der Sonne hier. Gleich alles noch mal schöner. Also wenn ihr in Wismar unterwegs seid, fahrt auch mal den äußeren Ring von diesem Radweg. Auch da gibt es immer wieder schöne Ecken zu sehen. Gerade was diese ganzen alten Industriegebäude angeht, die irgendwie anders genutzt werden mittlerweile. Ja, ich bin jetzt hier irgendwie so eine Bundesstraße ein Stück entlang gefahren und sehe da auf der gegenüberliegenden Seite, so ein bisschen entfernt, das Ganze ist rangezoomt, so einen schönen Turm. Da werde ich mal versuchen hinzukommen. Jetzt bin ich diesen Turner Weg, nennt sich das hier, mal reingefahren. Und dann kommt hier linke Hand nach 100 Metern eine Kirche. Und dahinter befindet sich dann dieser Turm. Das Ganze wirkt sehr verlassen. Ich habe auch kein Schild gesehen jetzt, was das sein soll. Ich werde mal von der anderen Seite schauen. Ja, ich habe jetzt hier alles abgesucht. Wie ihr seht, das ist auch recht verwildert. Es gibt keine Schilder, was es sein könnte. Alles, was mal irgendwie so erkennungstechnisch da dran war, ist weg. Man sieht nur, dass es halt, ja, sanierungsbedürftig ist, sagen wir es mal so. Schade. Mal sehen, ob ich hier gleich einen auf der Straße treffe, der mir was sagen kann. Ja, ein paar Meter hier von diesem Turm weg habe ich eine Anwohnerin gefragt, was das denn sei. Einen Namen konnte sie mir auch nicht nennen. Sie sagte nur, das war mal ein Wasserturm. Soweit sie weiß. Aber genau kann sie es mir auch nicht sagen. Also, auch mal ins Hinterland von Schwerin fahren. Ist schön hier. Habe ich gerade Schwerin gesagt? Ich meine natürlich Wismar. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, das war's heute mit Wismar. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, auch wenn das Video ein bisschen wirr sein könnte durch diese 3 Tage, die das Ganze jetzt doch dann gedauert hat, mit Anreisetag, Regentag und heute halt. Aber ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Also, macht's gut, euer Markus und Monty.